When I was a child, I always heard the Harzer Schmalspurbahn when it was riding in Gernrode. It feels just like home to me. Still, it feels like home. Working here at the HSB, it excites me most that everyone has this personal relationship to this product. We are something unique, we are special, and you feel it throughout the employees and you feel it throughout the guests that we have here. My name is Katrin Müller and I'm the managing director of the Harzer Schmalspurbahn. The Harzer Schmalspurbahn is a public transport railway company and we are one of the biggest tourism players here in the eastern parts of Germany. We run a fleet of about 25 steam locomotives on our network. The biggest challenges we have to face at the moment is that we have to conserve and to preserve our historic technique. Our youngest engines are about 65 years and older, so we always have to do everything that they just work as they worked the years before. The special thing is we combine the historic techniques with the modern techniques, which is interesting, I think, for all kinds of people that come here to the Harz Mountains. Wenn man durch den Harz wandert, hat man in der Ferne irgendwo immer das Pfeifen der Dampflokomotive. Es gibt keinen Harz ohne Harzer Schmalspurbahn. Mein Name ist Daniel Herrmann. Ich bin bei der Harzer Schmalspurbahn für das Thema Messtechnik und zerstörungsfreies Prüfen zuständig. Die Instandhaltung unserer Triebfahrzeuge übernehmen wir zum großen Teil selbst. Dazu stehen uns zwei Werkstätten zur Verfügung. In unserer 2022 gebauten neuen Dampflokwerkstatt setzen wir die schwere Instandhaltung unserer Triebfahrzeuge um. Hier werden die sogenannten Hauptuntersuchungen an den Dampflokomotiven durchgeführt. Dabei werden die Dampflokomotiven in ihre 3600 Einzelteile zerlegt. Es wird nie langweilig, nein. Nur weil wir mit historischen Fahrzeugen unterwegs sind, heißt es ja nicht, dass unsere Instandhaltungsprozesse auch von gestern sein müssen. Wir müssen hier natürlich auch moderne Technologien nutzen, um unsere Fahrzeuge schnell, effizient und vor allem auch präzise instand zu halten. Das ist eine unserer Kernaufgaben, um auch als historisches Unternehmen bestehen zu können. Moderne Scan-Technologie bietet uns natürlich den Vorteil, dass wir alles in einem Lösung sozusagen haben. Wir können mit der Scan-Technik innerhalb von Sekunden Bauteile scannen und befunden. Das ist natürlich eine riesige Zeitersparnis, man arbeitet damit wesentlich effizienter, hat aber auch den Vorteil, dass man wesentlich genauer arbeiten kann. Ich kann Maße abnehmen, die ich beispielsweise mit einem einfachen Messschieber nicht einfach so messen kann, sondern bin hier einfach wesentlich flexibler in meiner Arbeit und kann die Auswertung in Ruhe am PC machen. Natürlich möchte die HSB auch eine nachhaltige Zukunft mitgestalten. Unsere neue Dampflokwerkstatt hier ist die modernste Dampflokwerkstatt der Welt. Sie ist vollkommen klimaneutral und ermöglicht den Kollegen einfach ein schonendes und effizientes Arbeiten hier. I hope of course that we stay one of the biggest tourism players here in the region and of course I want to improve our sustainability goals. The historic engines, they drive at the moment with coal, but there are also green alternatives which we want to try. Ich denke, viele der Kollegen bringen schon eine Leidenschaft mit für Dampfloktechnik und auch für historische Fahrzeuge und die, die sie von vornherein nicht mitgebracht haben, entwickeln sie hier einfach.